Im Herzen der Insel Hvar, umgeben von Kiefernwäldern, gekühlt von einem Sommermistral, ruhig versteckt in einer abgelegenen Bucht, liegt einer der ältesten Städte Europas, Stari Grad. Eine ruhige und auch malerische Stadt, eine wahre Schatztruhe der Kultur und Geschichte. Fast jeder Stein im alten Kern zeugt von seiner langen und turbulenten Vergangenheit. Besonderes Augenmerk ist die Stari Grad-Ebene mit dem historischen Kern von Stari Grad, die seit 2008 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht. Die Landschaftsarchitektur der Stari Grad-Ebene ist ein einzigartiges Beispiel für eine traditionelle Landschaft, in der dieselben Kulturen seit 2400 Jahren gepflanzt werden, und stellt die am besten erhaltene griechische Parzellenaufteilung im Mittelmeerraum dar. Ein Stück der reichen Vergangenheit der Stadt wird vom Stari Grad Museum im Bianchini-Palast sorgfältig aufbewahrt. Das berühmteste Wahrzeichen und Symbol von Stari Grad, das Sommerhaus des Dichters Petar Hektorovic, Tvrdal, erwartet Sie nur wenige Schritte vom Museum entfernt. Füttern Sie die Meeresche, entspannen Sie im Schatten des malerischen Gartens und setzen Sie Ihr Sommerabenteuer fort, geleitet von Hektorovics inspirierenden Botschaften auf den Steinen. In der Nähe von Tvrdal haben Sie einen Blick auf den Seehafen von Stari Grad, einen der schönsten an der Adria. Mit 120 ausgerüsteten Liegeplätzen erstreckt es sich über die Nord- und Westseite der Bucht und wird jährlich von mehr als 8000 Booten besucht. Damit ist es eines der meistbesuchten Häfen in der Adria. Wenn Sie durch das Labyrinth unwirklicher Straßen und Gassen bis ins Zentrum der Stadt gehen, werden Sie begeistert sein. Hier finden Sie den schönsten kleinen Barockplatz Skor. Dieser märchenhafte Raum, umgeben von typisch dalmatinischen Arbeiterhäusern mit malerischen Lampen, Steinterrassen mit Treppen, beherbergt das mythische Dalmatien und ist heute eine magische Sommerbühne mit zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen. Ein Spaziergang durch das antike Pharos bringt Sie zum St. Stephansplatz und zur Pfarreikirche, die Heiligkeit, Kunst und den Geist der Volksfrömmigkeit und Tradition ausstrahlt. Die Straße führt Sie weiter zum Dominikanerkloster St. Peter der Märtyrer. Wenn Sie es satt haben, zu Fuß zu gehen, können Sie das Meer und die Sonne genießen. Legen Sie eine Pause ein in Liegestühlen im Schatten von Kiefern und erfrischen Sie sich in einer der nahegelegenen Bars. Für diejenigen, die aktiver sind, gibt es viele Möglichkeiten. Sie können aus vielen Seeabenteuern wie Tauchen, einer Schnellbootfahrt oder einer Radtour durch die idyllischen Insellandschaften wählen. Dies ist eine Stadt mit einer reichen Segel- und Schwimmtradition. Daher ist es ein idealer Ort für Ihre Kleinen, um die Fähigkeiten und Geheimnisse des Seesports zu erlernen. Natürlich unter dem wachsamen Auge erfahrener Instruktoren. Die ursprüngliche, traditionelle Note des dalmatinischen Insellebens wird von seinen Bewohnern sorgfältig gepflegt. Traditionelle Tavernen, lokale Weine und geschmackvolle Köstlichkeiten, die von fleißigen Gastgebern hergestellt werden, verleihen der Geschichte der Insel, die als bestes Souvenir und Erlebnis der Erinnerung gilt, einen Hauch von Originalität. Bevor Sie Stari Grad verlassen, sollten Sie jedoch Paprenjak oder Paprenjok probieren, ein einzigartiges traditionelles Dessert von Stari Grad, dessen Geheimrezept nur hart arbeitenden Frauen auf Stari Grad bekannt ist. Die Klänge der dalmatinischen Klappersongs und die Beats der Stadtblaskapelle sind ein unverzichtbares Gewürz für jeden Sommer in Stari Grad.
Konzerte, Ausstellungen, Sport- und gastronomische Veranstaltungen ergänzen die warmen Sommernächte und die Szene auf den Sommerplätzen verleiht allem einen besonderen romantischen Touch. Stargrad ist mit seinen engen Gassen und dem wunderschönen historischen Kern ein wahres Juwel der Insel. Hier finden Sie typisch dalmatinische Gerichte wie Pastizada, Bäcker mit Kalbfleisch, Schweinefleisch oder Oktopus, gegrilltes Lammfleisch, Oktopussalat, Risotto mit schwarzem Tintenfisch, mit denen Sie eine der besten Sorten kroatischen Rotweins probieren müssen. Sie sich einen unvergesslichen Urlaub auf der Lavendelinsel in Starigrad. Es gibt unzählige Gründe, warum diese charmante Stadt auf der Sonneninsel seit vielen Jahren die Herzen der Besucher und die Titel eines der begehrsten Reiseziele erobert. Verpassen Sie es nicht, es selbst zu sehen. Willkommen in Starigrad.